26 Schaufenster sicher digitale Identitäten. Hier hat sich eine Wortmeldung bei mir eingestellt. Frau Hanser, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es hier wirklich mit einer besonderen Vorlage zu tun. Der Titel klingt so gewaltig wie nichtssagend. Und ich kann Ihnen auch versichern, dass selbst nach der Behandlung in den Gremien eigentlich kaum ein Mitglied des Stadtrates so richtig verstanden hat, worum es hier geht und was mit den Fördergeldern beabsichtigt wird. Mit über 50 Millionen Euro fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Innovationswettbewerb bis zu 4 große Schaufensterprojekte. IDEAL ist das sächsische Projekt in einem großen Verbund von Hochschulen, Unternehmen, Finanzwirtschaft und den Städten Dresden, Leipzig mit weiter. Fast 3 Millionen Euro gehen nach Dresden und ermöglichen uns damit 7 Vollzeitstellen für 3 Jahre im Eigenbetrieb IT. Und das alles zum Nulltarif. Es stellt sich nun zuallererst die Frage, warum man die Federführung dem Finanzausschuss gegeben hat. Dieser kann doch bei einer 100-prozentigen Förderung eigentlich nur zustimmen. Es geht hier ganz klar um informationstechnische Fragen, Verwaltungsprozesse und Datenschutzbestimmungen. Der Datenschutzbeauftragte der Stadt Dresden kannte diese Vorlage übrigens noch nicht. Daher beantragen wir als Ergänzung einen Punkt 4 mit dem Wortlaut: dem Ausschuss für allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit, Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen ist jährlich über den aktuellen Projektstand zu berichten. Insbesondere vor der Produktivsetzung des Systems hinsichtlich Datenschutzbestimmungen und der technischen Umsetzung des Rechts auf Löschung. Ich denke, dieses Mindestmaß an Transparenz sollte doch im Interesse aller Fraktionen liegen. Die elektronischen Ausweisdokumente mit der eID-Funktion sollen nun auch auf dem Smartphone benutzt werden können. Die Grundlage dafür bildet das Gesetz zur Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises mit dem mobilen Endgerät, das erst Ende Mai vom Bund beschlossen wurde und einige Mängel aufweist. Man erhofft sich davon eine höhere Nutzung, auch mit Blick auf das Online-Zugangsgesetz. Der Chaos Computer Club sagt dazu, dass im Gesetzesentwurf all die Fehler wiederholt werden, die schon bei der Gesetzgebung und Implementierung vorheriger Initiativen im Rahmen von EID und die E-Mail gemacht wurden. Wieder soll die Infrastruktur in privater Hand liegen und mit hohen finanziellen sowie organisatorischen Zugangshürden versehen werden. Aktuell herrscht auch ein Mangel an sicheren Geräten, die für die EID-Nutzung zugelassen sind. Perspektivisch werden das, wenn überhaupt, auch nur hochpreisige Smartphones sein. Sozioökonomische Ungleichheiten in der Gesellschaft werden weiter zementiert und letztendlich entscheidet dann der Geldbeutel, ob die Angebote überhaupt genutzt werden können. So viel zur Bundesebene. Aber kommen wir wieder zu dem Förderprojekt. Schaut man sich die Vorlage und weitere Informationen bei den Verbundpartnern im Netz an, dann wirkt alles recht nebulös. Und so genau weiß eigentlich auch niemand, wie es funktionieren soll. Irgendwas mit Blockchain oder auch nicht, ganz vielen Schnittstellen und einer notwendigen kritischen Masse an Nutzenden. Zwischen viel Marketingprosa findet man dann Aussagen wie: die Landeshauptstadt Dresden agiert im Projekt insbesondere als Projektlead für das Szenario Großstadt. Dabei dient dieses Teilvorhaben als Reallabor. In solchen zeitlich und räumlich begrenzten Experimentierräumen sollen neue Technologien und Modelle erprobt werden, die mit dem bestehenden Rechts- und Regulierungsrahmen nur bedingt vereinbar sind. Und an anderer Stelle des Projektes bei den Verbundpartnern kann man lesen: selbst souveräne Datenökonomie als Anreizsystem, Daten selbst monetarisieren. All das ist alles andere als vertrauenserweckend, erst recht nicht für Menschen,
die sich mit IT beschäftigen und auch nur ansatzweise digitalpolitische Vernunft besitzen. Es ist offensichtlich, dass man hier, wie so oft, bei der digitalen Architektur nicht politisch, sondern wirtschaftlich gedacht hat. Statt Dezentralisierung erfolgt eine Zentralisierung. Statt Datensparsamkeit und Sicherheit erfolgt eine Datenökonomisierung. Statt der Achtung von Grundrechten werden hier Reallabore mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger geschaffen. Und abgesehen davon wollen auch nicht alle Menschen ihre Erledigung mit dem Smartphone machen, geschweige denn alle wichtigen Daten darauf speichern. Manche nutzen auch lieber ihren Laptop oder den PC. Aber bei all den Millionen hat man das anscheinend nicht bedacht. Und in Anbetracht dieser Ausführung können wir der Vorlage nicht zustimmen. Und ich glaube, den meisten ist eigentlich auch klar, dass Geld allein für die Linke kein Argument ist. Dankeschön. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Naja, bei dem Thema muss der Pirat ja auch mal 3 oder 4 Worte sagen. Ich kann mich aber auf 3 oder 4 Worte beschränken, denn Frau Hanse hat alles eigentlich schon gesagt. Man sollte vor neuer Technologie niemals oder selten Angst, aber immer Respekt haben. Man sollte auch immer überlegen, in welche Richtung geht es denn? Denn neue Technologie, insbesondere in der IT, führt natürlich dazu, dass unser Leben viel angenehmer, viel schöner wird, dass wir den Kaffee schon mit dem Handy anmachen können und dass wir von überall einkaufen können und all das, was Sie alle jeden Tag kennen. Es gibt aber natürlich auch die Gefahren mit, was passiert mit unseren Daten, wer weiß, wo ich bin, weiß mein Handy, wo mein Auto ist, weiß jemand anders, der mein Handy kennt, wo mein Auto ist oder mein Fahrrad, werde ich getrackt und so weiter und so fort. Da ist natürlich die Einführung jeglicher zentraler Person-ID ausgesprochen kritisch zu beantworten. Allerdings ist Politik und Entwicklung immer ein Prozess und natürlich möchte die Piraten, möchten die Dissidentenfraktion diesen Prozess auch nicht aufhalten. Außerdem gibt es ungefähr 3 Millionen Euro, die erstmal in Forschung und Entwicklung gehen, also in junge NachwuchswissenschaftlerInnen, und deswegen wollen wir uns dem auch nicht versperren. Deswegen werden wir heute uns enthalten zu dem Antrag, und ich möchte nur noch hinzufügen, diese Entwicklung ist ein Prozess, und mit dem Ergänzungsantrag von der Linken wird dieser Prozess noch besser, weil er dann auch im Ausschuss dokumentiert ist. Und wenn da draußen rein zufällig irgendjemand ist, der sich auch für diesen Prozess interessiert oder Fragen hat, wir können als Stadträte, können sich einen aussuchen, Ihrer Fraktion der Wahl, aber Stadträte können Anfragen stellen. Also wenn Sie zu diesem, ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, kommt auf die Stadträtin zu, fragt die Fragen, die können Anfragen stellen, kommt auf mich zu, kann man machen. Und wenn man dann sozusagen noch mehr Fragen hat, kann man die ja mitgeben. Wenn sie dann im Ausschuss besprochen werden, entweder werden sie dort dann stellvertretend besprochen oder man kriegt Rederecht, muss auch beantragt werden. Auf jeden Fall, ich rufe die Gesellschaft auf. Lustig. Oder ich rufe die Zivilgesellschaft da draußen auf, sich in diesen Prozess wie in alle anderen Prozesse mit einzubringen. Dankeschön. Soweit die Redner. Kommen wir jetzt zur Abstimmung. Da ist zum federführenden Ausschussbericht ein Ergänzungsantrag, einen Punkt 4 anzufügen, von Frau Hanser gerade eingebracht. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung, wenn es vollständig war.
36 Ja, 29 Nein, keine Enthaltung, da wird das so angenommen. Und wir kommen da über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht zur Schlussabstimmung. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Ja, 35 12 Nein und 16 Enthaltung, damit so beschlossen. So wie ich vorhin gesagt habe,